Freunde, schaut euch das mal an. Hier gibt es einfach eine Lego-Aufräumhilfe. Da kann man dann die Steine so reinmachen und dann... Das habe ich noch nie gesehen. Aber es ist mir ehrlich gesagt keine 8 Euro wert, um das jetzt auszuprobieren. Oder? So, Freunde, wir sind gerade wieder im Baum. Hey, was gibt's? Ja, alles, was Beine hat. Einfach 50% auf Adventskalender hier. Da kann ich dann doch nicht widerstehen. So, die braune Farbe vom Tresen kommt jetzt auch echt gut. Deshalb werden wir ihn jetzt nochmal weiß anstreichen. Ich glaube, weiß ist dann doch die bessere Farbe. Genau so. Ja, okay, es war nur ein Scherz. Wir werden es natürlich nicht weiß machen. Das hier ist eine Treppen- und Parkettversiegelung. Die ist halt weiß im flüssigen Zustand. Wenn ihr jetzt aber mal hier drauf guckt, ja, das wird dann richtig schön soft und nochmal ordentlich geschützt, wenn da dann die Sets drauf kommen. So. Yikes. Jetzt wird die Achterbahn auseinandergenommen. Ich habe euch ja im letzten Vlog gezeigt, dass die hier alle gerade eingelagert chillen. Aber das kann natürlich so nicht weitergehen. Also das Auseinanderbauen ist immer schon nervig. Oder besser gesagt traurig. Und damit ist jetzt alles eingepackt. Wie immer in den wiederverschließbaren Plastiktüten. Und es ist erledigt. Jetzt geht's mit den restlichen Sets hier weiter. Okay, Freunde, wir haben ein ernsthaftes Problem. Es ist inzwischen so kalt geworden, dass es zu kalt ist, dass ich meine Birkenstocks noch tragen kann. Die, by the way, gar keine Birkenstocks sind, sondern gefälscht. Jetzt muss ich hier drin mit den Schuhen rumlaufen. Sowas Blödes auch. Wobei ich da, glaube ich, auch mal neue kaufen könnte. Ja, keine Zeit. Zu viel Arbeit im Museum. Ja, und die Schlauen unter euch werden in letzter Folge gemerkt haben, dass ich... Warum liegen hier Haferflocken? Hier in dem Regal gar nicht so wirklich weitergemacht habe. Es ist immer noch alles unordentlich. Naja, und das hat unter anderem den Grund, dass hier zum Beispiel solche leeren Sets einfach drin sind. Und hier auch noch diese ganzen ausgeleerten Mandalorian Battle Pack Kartons. Die brauche ich halt eigentlich nicht mehr. Es tut mir zwar in der Seele weh, die Kartons wegzuschmeißen, aber es wird wahrscheinlich so kommen müssen, weil diese ganzen Leerkartons hier rumstehen zu haben, ist halt... für uns einfach unmöglich mit dem Platzproblem. Du wirst nicht, nein, auf gar keinen Fall. Doch, ich filme alles, das wir jetzt außer McDonalds gönnen Produktplatzierung. Film mal lieber das Chaos hier. Ja, also wir überlegen gerade, was wir essen und McDonalds ist das Einzige, was aufmacht. Wir hatten hier früher eine Küche drin tatsächlich, die haben wir aber rausgeschmissen für Lagerplatz. Ja, gute Entscheidung. Ich weiß nicht, so im Nachhinein. Aber gucken wir mal, kommt noch rein. Es ist jetzt nicht so, dass hier alles zugestellt wäre. Einfach komplett lost schon wieder, oder? Das heißt, wenn du es wenigstens bei dem gemacht hättest, wo es nicht fixiert ist. Machst du bei dem? Nee, das mache ich nicht. Also gesunde Ernährung läuft bei uns. Aber absolut. Das ist Zartbitterschokolade, das ist gesund. Guckt euch mal diese Platte an, die ist so dermaßen verstaubt, kann man fast nicht mal als Platte identifizieren. Aber wenn ich jetzt so mache, ist sie einfach wie neu. Das gibt's ja gar nicht. Habe ich jetzt alles gepustet, ja. Freunde, heute ist ein besonderer Tag gekommen. Schaut euch das an. Meine allererste Palette wurde geliefert. Ihr wisst alle, was jetzt kommt. Die Ameise wird jetzt mal benutzt für was Sinnvolles und nicht nur für Unsinn. Oh Gott, das ist ja eine Riesenkante da. Oh. Let's go. Haken drücken. Flupp. Eieiei, und jetzt pumpen. Also ich glaube, die Leute müssen ja auch denken, was macht der Idiot jetzt hier, wie er filmt, wie er so eine Palette durch die Gegend schiebt. Langsam geht's hoch. Das Ding ist in Bewegung. Boah, frag mich nicht, warum wir hier eine Toilette stehen haben. Schlupp, es ist geschehen. Oh Mann. Okay, das habe ich jetzt, glaube ich, spannender dargestellt, als es eigentlich war. Bin trotzdem happy. Falls ihr euch jetzt fragt, ui, oh, das wiegt ja wirklich einiges. Falls ihr euch jetzt fragt, was das ist, es ist endlich die Wand für hier hinten. Dort werden ganz viele Polybags und Einzelteile dran befestigt. Und das können wir natürlich nicht wieder mit diesen Billo-Holzteilen machen, die wir in der anderen Location verwendet haben. Das muss ein bisschen größer sein. Dafür habe ich jetzt hier so richtige Ladeneinrichtungen gekauft, wo man dann mit einzelnen Haken, die hier drin sind, die ganzen Polybags aufhängen kann und Tüten. Also wesentlich professioneller als die IKEA-Schränke. Die IKEA-Schränke finde ich aber persönlich schöner. Ob das jetzt so geschickt war, nicht dafür auch Ladeneinrichtungen zu nehmen, wie man es jetzt halt aus jedem anderen Laden kennt, das wird sich auf Dauer noch zeigen. Vielleicht müssen wir die auch nochmal irgendwann ausbauen. Werde ich dann nach und nach Erfahrung mitmachen. Und die nächste Schicht der Versiegelung kommt obendrauf. Immer schön mit der Faser streichen. Diese Wände, die kommen gleich hier eingehakt in diese Stangen. Und die Stangen werden jeweils hier an die Wand gebohrt. Ich will nur hoffen, dass wir genug von den Wänden haben, damit wir die 4 Meter auch voll befüllen können.
Ich bin echt gespannt, wie das gleich aussieht. Das sind immerhin 4 Meter. So, und jetzt kommen die Metallplatten hier rein. Oh, wir haben kaputte Ware bekommen. Das ist alles eingewellt hier. Das ist nicht so optimal. So, Freunde, jetzt sollte es gleich die größte Vlogception aller Zeiten geben. Ich fahre gerade nach München und Bob kommt gerade nach Rosenheim an zum Museum. Jetzt steige ich in den Zug ein, aus dem er aussteigt. Also sowas absolut Nerdiges habe ich auch. Mache ich eigentlich jeden Tag, ja. No way, das ist echt ein Witz. So ein mieses Timing. Alles fit? Absolut Legende, Junge. Wow, der neue Mantel hier. Du kannst, da hinten ist gerade Platz frei geworden. Ja, ja. Ciao. So, Freunde, jetzt checke ich gar nichts mehr. Jetzt bin ich einfach hier in Hamburg. Dieser Vlog ist total durcheinander. Es macht aber alles Sinn. Mein Stiefbruder hatte eingeladen. Dann bin ich zu Besuch gerade gewesen. Und jetzt habe ich noch ein bisschen Zeit, auf den Zug zu warten und gucke mir Hamburg mal an. Normalerweise bin ich halt nur für einen einzigen Grund hergekommen und den könnt ihr euch alle denken. Und zwar war das der Lego Store hier in Hamburg. Das ist der nördlichste Store Deutschlands. Und damals gab es noch keinen in Hannover. Und ich habe ja in der Nähe von Bremen gewohnt. Da musste ich dann halt immer hier hin. Und es ist, glaube ich, gleichzeitig auch noch einer der kleinsten Stores, die es überhaupt gibt. Alter Schwede, wir haben hier gefühlt mehr Menschen als Sets in diesem Laden. Das ist der Wahnsinn. Das ist wirklich voll. Okay, ich habe jetzt tatsächlich den Tischkicker gekauft, weil ich damit ein Experiment vorhab. Nein, kein Bash-Review. Aber ich habe den jetzt für, ich glaube, 147 Euro bekommen. Ich glaube, da sind die Minifiguren-Teile alleine schon viel wert, aber wird sich dann zeigen im Video, was ich dazu mache. Guckt euch das mal an, hier gibt es einfach am Bahnhof so einen Harry Potter Store. Der hat einfach 2 Etagen. Da war Harry Potter. Lego gibt's ja auch. Und der Typ hat echt keine Nase. Gruselig. E.T. Guten Tag. Okay, Spaß beiseite, das ist eigentlich echt cool hier. Es ist mitten am Bahnhof und ist einfach oben ist alles leer. Und jetzt geht's wieder nach Hause. So, und weil die geniale Deutsche Bahn gemerkt hat, dass es angefangen hat zu schneien und deshalb jetzt einfach gar nichts mehr geht, aber trotzdem das Video raus muss zu den Star Wars Setbildern, chill ich jetzt gerade am Bahnhof und lade das Ding hier hoch. Es ist so bescheuert, mit dem Laptop hier rumzustehen und das Internet zu schnorren. Aber man muss ja ehrlich zugeben, der Nürnberger Bahnhof, der ist schon schön und er ist immerhin warm. Okay, Freunde, ich bin in den Spielzeugladen gegangen, weil ich mir das schon gedacht habe. Die haben den 16. Dezember und stehen einfach schon die Neuheiten da. Star Wars Battle Pack geht gut weg, sind nur noch 3 Stück da. Slave One und der TIE Bomber müsste hier irgendwo auch rumfliegen. Da ist er. Crazy. Aber die habe ich ja tatsächlich schon. Ich bin eigentlich gar nicht. Doch, ha, hier sind sie. Ha, die neuen Mechs. Die wollte ich doch haben. Die habe ich nämlich nicht. Bin aber eigentlich hierfür gekommen. Der neue Lego-Katalog. So, ich habe die 3 Sets jetzt gekauft. Review wird dann direkt gemacht. Aber die haben mich einfach gescampt. Da steht 11% Rabatt auf Lego. Habe ich aber nicht bekommen. Bruh. Review zum TIE Bomber wird gemacht. Zu den Marvel Sets bin ich jetzt dabei. Ja, geht rund. Das ist die Atmosphäre hier in dem Zimmer. Das ist was ganz anderes, weil das jetzt alles so leer ist hier. Ich muss mir definitiv irgendwie ein neues Studio bauen. Ein paar größere Pakete sind auch angekommen. Eins davon wiegt nur 17 Kilogramm. Die muss ich jetzt irgendwie noch rüber zum anderen Museum bekommen, weil die werden dort benötigt. Ich glaube, so langsam wäre ein Auto mal eine sinnvolle Investition. Aber jetzt keine Ausreden mehr. Video muss fertig werden. Und das nächste Video ist erledigt. Marvel Superhelden Januar 2023 Welle ist reviewed. Und kein Scherz, hier sieht es einfach schlimmer aus als damals, wo der Tresen und die ganzen Schränke noch drin gewesen sind. Perfekt. Und die heutige Abendbeschäftigung ist der Transport von ein paar 100 Polybags in die neue Location. Und wir sind angekommen. Die Wand steht inzwischen. Und jetzt werden wir diese Teile hier nehmen. Dazu einen Polybag. Tada! Und das Ganze hier so in die Wand einhaken. Und dann irgendwann sollte die ganze Wand hier mit Polybags voll sein. Ihr seht, wie viel das da noch ist. Ich bin gespannt, wie lange das jetzt dauert. Ich glaube, ich mache einfach so einen coolen Shot, wo ich jetzt einmal schnipse und dann auf einmal alles da hängt. Jo! Okay, das hat nicht so ganz funktioniert. Nochmal. Ach, da sind die ersten Polybags, aber die sind ja gar nicht auf der ganzen Wand. Was ist denn da los? Also, ich sag's euch, das sind alles einzelne Polybag-Kartons. Da sind jeweils 30 Polybags drin, aber halt immer von der gleichen Sorte. Und das ist alles, was ich zustande bekommen habe. Plus halt noch diese Minifiguren-Packs, die ja auch nicht Polybags sind eigentlich. Und hier und da, ja, das ist jetzt hier zum Beispiel nur da, damit die Lücke gefüllt ist.
Oder diese hier, die habe ich auch nur einmal, die werden wahrscheinlich auch nicht lange reichen. Ja, die Polywerkwand, wird noch spannend, wie wir die komplett bis da hinten voll bekommen. Wahrscheinlich, aber wie gesagt, werden da dann noch Einzelteile folgen oder sowas. Ich finde es aber schon mal ziemlich cool, dass wir überhaupt solche Polywerks hier haben. Ich meine, die hat nicht jeder. Die Auswahl ist auch ziemlich cool. Und für 4 Euro zum Beispiel so ein Radlader, so ein Helikopter oder Harry Potter und natürlich auch hier unten die Friends, da kann man eigentlich nicht so viel falsch machen. Und es ist einfach eine riesige Set-Vielfalt, die jetzt hier in dem Shop drin ist. So soll es dann natürlich hier drüben überall noch weitergehen. Beziehungsweise auch hier unten bei den Minifiguren. Das wird selbstverständlich auch noch alles befüllt. Und irgendwas kommt hier noch in die Mitte. Also ich habe 100 Ideen, was ich dahin mache, aber genau entschieden habe ich mich bis jetzt noch nicht. Das werdet ihr dann in den nächsten Episoden sehen. Ich muss mir jetzt erstmal eine Ordnung hier ausdenken für die ganzen Kartons, die hier überall rumfliegen und das ganze andere Zeug. Okay, das wollte ich schon immer machen. Oh Mann. Minifiguren-Serien müssen natürlich auch irgendwo noch angeboten werden. Da habe ich eher in Richtung Tresen vorne gedacht. Wie gesagt, das wird sich in den nächsten Folgen zeigen. Ganz herzlichen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seid alle noch gesund. Ich lag jetzt eine ganze Zeit total flach. Das habe ich jetzt nicht im Vlog mit reingetan, aber deshalb kamen in letzter Zeit keine Videos. Dafür kommen jetzt umso mehr Videos noch. Bleibt alle gesund. Küsschen und ciao, ciao.